Sehr starke Vorstellung bis hierher von Miriam Gössner. Es gab die eine oder andere Frage von zu Hause, wo hatte sich den Zahn eigentlich ausgeschlagen? Das ist eine lange Geschichte, führt weit zurück. Als sie 14 Jahre jung war, die Miriam Gössner, hat sie bei einem Alpinunfall die Slalomstange ins Gesicht bekommen. Da gab es eine Menge Brüche, viele Zähne sind rausgefallen. Und darunter leidet sie noch heute, hatte lange ein Provisorium drin. Jetzt musste zweimal heftig operiert werden, aber dazu vielleicht an passender Stelle mal mehr. Das Implantat ist jedenfalls immer noch nicht gefunden worden. Nächste Woche gibt es das zweite von zu Hause. Aber erst einmal Achtung auf Tura Berger. Ja, diesmal hat sie die Kurve hier problemlos geschafft. Und Andrea Henkel wehrt sich tapfer gegen die herangleitende Daria Domracheva. Und dahinter Olga Viluchina. Fantastisches Rennen. Achte zum Auftakt. Fünfte im Sprint. Und gestern haben wir schon gesagt, sie pirscht sich ganz allmählich ran. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann sie zum ersten Mal auf dem Podium landet. Heute könnte es soweit sein. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Noch muss einmal geschossen werden und eine Runde bis zum Ziel gelaufen werden. Dann Kuzmina, die Sprint-Olympiasiegerin von Vancouver. Und Andrea Henkel. Läuft auch heute wieder mit zwei Paar Handschuhen. Die seidenen unten drunter, die Stopper oben drüber. Und Tura Berger, jetzt kann sie das i-Tüpfelchen draufsetzen. Auf eine bis hierher tadellose Vorstellung. Aber abglitscht. Aber ich denke mal, das macht nichts. Gratulation an Egil Jelond und an Tura Berger zu einem fast makellosen Schießen. Einen Fehler hat sich geleistet, aber sie wird aus der Strafrunde raus sein, bevor die beiden hier das Schießen beendet haben. Und jetzt bin ich gespannt. Andrea Henkel, ihr Trainer Gerald Hönig und Daria Domracheva, die eben ein bisschen geschwankt und gezittert hat beim Schießen, sich einen Fehler geleistet hat. Tura Berger ist raus und Andrea Henkel beginnt. Als erste aber, wie immer in der Mitte, Daria Domracheva, die versucht jetzt, die anderen unter Druck zu setzen. Vier Treffer Domracheva, drei Treffer Henkel. Und Daria Domracheva ist durch und muss nicht in die Runde. Und Andrea Henkel, großartig, die behält hier die blütenweiße Weste und ist die Dritte jetzt. Hinter Daria Domracheva und Viluchina muss abbiegen. Viluchina muss 150 Meter Strafe laufen. Und Solemdahl, die muss jetzt dem großen Tempo Tribut zollen. Hat alles in die Verfolgung investiert und muss jetzt dreimal in die Runde. Kuzmina zweimal. Jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Marie-Laure Brunet, die Französin hier vorne mit der 8. Die kommt jetzt fehlerfrei durch. Und jetzt drücken wir die Daumen für Miriam Gössner. Zu spät wahrscheinlich. Da war der erste Fehler im Stehenschießen. Jetzt nicht alles wieder einreißen, was sie so sorgsam aufgebaut hat. Jetzt schlägt der Puls hart, die Waffe vibriert. Drei Fehler hat sie schon, den vierten will sie vermeiden. Und sie schafft es. Aber dennoch 450 Meter Strafe, das wirft sie weit zurück. Die Miriam Gössner, die bis hierher so ein klasse Rennen gemacht hat. Aber auch die anderen werden hier gebeutelt. Kaiser Merkereinen, vier Fehler. Es ist nicht ganz leicht nach einer anstrengenden Woche in Östersund. Nur sie scheint leider aus Sicht der Konkurrentinnen keinerlei Kräfteverschleiß zu haben. Tura Berger. Überzeugende Vorstellung der jungen Dame im gelben Trikot. Und wir schauen uns gern noch mal dieses letzte, ebenfalls fehlerfreie, fabelhafte Schießen von Andrea Henkel an. Erinnerungen werden wach an das Jahr 2008, als sie hier Verfolgungsweltmeisterin wurde mit einem absolut perfekten Rennen, gleich dem von heute. Viermal fehlerfrei geschossen,
Damals waren die Wettbewerbe im Februar, da war sie etwas schneller in der Spur. Aber auch heute hat sie jetzt die absolut realistische Chance, den dritten Platz und damit das erste Podium dieses Winters einzuheimsen. Rückstand nach dem Schießen waren 38 Sekunden. Jawohl, super. Ja, komm, sehr schön. Komm, auf geht's. Von hinten kommt noch niemand. Komm, auf geht's, Andreas. Super so. Immer noch niemand zu sehen hier. Komm, auf geht's. Hover. Jawohl. Klasse. Lob also von Rico Groß, der hier seine Stammposition gefunden hat in den Tagen von Östersund, der hier die Schießergebnisse weitergegeben hat. Und da hinten, die junge Dame im französischen Trikot, das ist Marie-Laure Brunet, das ist die erste Verfolgerin von Andrea Henkel. Schauen wir mal auf den Rückstand. Überholt worden von Viluchina jetzt. 1:11. Da ist also noch eine Menge Luft. 26 Sekunden auf Andrea Henkel. Brunet hat einen Platz verloren gegenüber dem Schießen. 1:15. Mittlerweile Miriam Gössner raus aus dem Karussell. Insgesamt hat sie ja 4 Strafrunden heute absolvieren müssen. Ist 23. Bei einem Rückstand von 2:50 auf die führende Tura Berger. Immer noch eine deutliche Verbesserung von Miriam Gössner gegenüber dem Sprintrennen. Und wir würdigen die, die die Besten des Tages sind. Tura Berger, einmal mehr. Dreifachschlacht zum Auftakt von Östersund. Die Überfliegerin der WM-Tage von Ruppolding hat im Sommer klasse trainiert. Hat keine Deutform verloren. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, sie hat noch draufgepackt. Hat hier heute zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen lassen, wer die Championess von Östersund ist. Und wird gleich zum dritten Mal als Erste die Ziellinie überqueren. Anerkennung natürlich auch für Daria Domracheva. Die zweite war zum Auftakt hinter Tura Berger über 15 Kilometer. Gestern dann Rang 7 belegte. Wie fast immer die schnellste in der Spur war. Und heute war kein Kraut gewachsen gegen Tura Berger. Und hier kommt sie. Relativ kleine Schritte nimmt sie im Vergleich zu den anderen. Denn sie ist eine der kleinsten im Feld. Andrea Henkel. Aller guten Dinge sind drei, sagt sich Tura Berger und festigt ihre führende Position im Gesamtweltcup. Große Anerkennung, tiefe Verbeugung vor dieser Leistung, vor diesen drei ersten Rängen von Östersund. Tura Berger ist im Moment die mit Abstand beste des Feldes. Erschreckende Frühform, werden die anderen sagen. Aber der Weltcup-Winter ist lang. Und Andrea Henkel ist für ihre Verhältnisse auch schon relativ früh sehr gut in Form. Ganz sicher auf dem zweiten Platz Daria Domracheva. Zweimal Zweite in Östersund, damit wird sie zufrieden sein. Auch ihr Trainer Klaus Siebert. Regelmäßig zu Gast bei den Siegerehrungen, die beiden. Und Andrea Henkel zum ersten Mal in diesem Winter auf dem Podium. Gestern hat sie gesagt, das wäre mein Wunsch für demnächst. Ich weiß nicht, ob es morgen schon klappt. Die Basis hat sie gelegt mit einem phänomenalen Schießen. 4x0, das war großartig. In der Spur kann sie noch nicht ganz mithalten mit den anderen, aber kommt Zeit, kommt Tempo. Auch bei Andrea Henkel. Gratulation, Anerkennung, Glückwunsch zu diesem wunderbaren dritten Platz. Klaus Siebert und Gerald Hönig, die Zweit- und Drittplatzierten des heutigen Tages, gratulieren sich da gegenseitig. Viluchina, die Russin, auf Platz 4. Dann kommt Peter Ruschner von 2 auf 5 zurückgefallen. Aber noch vorbei an Marie-Laure Brunet, die wieder richtig gut schießt, aber läuferisch noch ein paar kleine Sekunden aufholen muss. Und dann schon die starke Tschechin Veronika Vítková auf dem 7. Platz. Auch die jetzt kommen, haben deutlich Ränge gut gemacht mit der 19. Anastasia Kuzmina. Von 19 auf 8 nach vorn. Auch das eine wunderbare Energieleistung. Dann kommt Glasirina, die Russin. Und dann erst Gerekova, die Slowakin. Aber immer noch Rang 10, klasse Leistung. Kristina Pauka mit einer wirklich guten Vorstellung hier in den Tagen von Östersund. Wird nochmal angegriffen von Synnøve Sonnendal. Das gibt fast ein Zielfoto, aber die Polin sollte knapp
vorn geblieben sein auf dem 11. Rang vor Solendal und Sukalova, der nächsten Tschechin. Also, im tschechischen Frauenteam, da stimmt's in Sachen Form. Die WM in Novo Mesto kann kommen, ist aber noch ein paar Wochen hin. Und jetzt suchen wir gleich mal Miriam Gössner, die gleich kommen müsste. Nach dem vierten Schießen auf Rang 23. Damit hat sie dort schon 22 Plätze gut gemacht. Und da hinten sehen wir sie. Läuferisch neben Domracheva und Synnøve Solemdahl momentan die schnellste im ganzen Team. Und auch heute, inklusive der ersten drei Schießen, wunderbar. Dann das kleine Schwächeln und Rang 23 bedeutet, sie hat sich deutlich gesteigert, bekommt auch noch reichlich Weltcup-Punkte ab und wird ein bisschen was für ihr Ego getan haben, denke ich mal. Das war wichtig zu zeigen, ich bin da und ich kann es und kann auch Plätze gut machen. Das letzte Schießen klammern wir mal aus. Da gab es diese drei Fehler und drei Strafrunden. Insgesamt aber deutliche Steigerung von Miriam Gössner und die nächste Deutsche ist im Anmarsch. Das ist Nadine Horchler, gestartet mit der 22. Sie hat also ein paar Plätze verloren jetzt. 3,23 der Rückstand. Nadine Horchler hat sich insgesamt drei Fehler geleistet heute. Ehre, wem Ehre gebührt. Und ihr gebührt sie heute ganz besonders. Sie wird am 10. Dezember 35. Mittlerweile hat sie kein Problem mehr, wenn man über ihr Alter spricht. Sie ist fit wie eine Mitzwanzigerin und sie hat heute bravourös geschossen. Andrea Henkel. Als Fünfte ins Rennen gegangen, hat sich sukzessive gesteigert hier in Östersund. Von Rang 8 über den 5. auf den 3. erstmals auf dem Podium am heutigen Tag. Erste Podiumsplatzierung für die deutschen Damen in diesem Winter. Die Herren sind da ein bisschen voraus. Und das ist der Endstand. Tura Berger vor Daria Domracheva und Andrea Henkel. Das soll es gewesen sein. Und weiter geht's gleich mit dem Bundestrainer und Christian Texner.